Schon mal einen Leguan, einen Truthahn und ein Schaf auf einem Bild gesehen? Nein? Dann müsst ihr unbedingt den Duzo in der niederländischen Kleinstadt Leens besuchen. Doch lohnt sich ein Ausflug in den kleinen Zoo? Das erfahren wir gleich nach unserem Intro. Der 1998 eröffnete Duzo konzentrierte sich anfangs bei seiner Eröffnung vor allem auf Insekten, hat seine Tierarten aber mittlerweile auch auf insektenfressende und pflanzenfressende Arten ausgeweitet. Der Park befand sich zunächst an einem anderen Standort, musste dann aber aufgrund des immer größer werdenden Bestandes im Jahr 2003 an seinen heutigen Standort umziehen. Der Tierpark wurde in diesem Jahr als das beste Ausflugsziel ab Groningen ausgezeichnet und beherbergt unter anderem Nasenbären, Emus, Eulen, Weißbüschelaffen, einige Haustierrassen sowie zahlreiche Reptilien und Insekten. Erreichen könnt ihr den Duzo mit dem Auto über die N361. Reist ihr mit den Öffis an, befindet sich in der Nähe auch eine Bushaltestelle, die euch nach Groningen oder Zoutkamp bringt. Kostenlose Parkplätze stehen am Zoo zur Verfügung. Habt ihr den Eingang erreicht, befindet sich davor ein kleiner Teich, in dem ihr die ersten tierischen Bewohner entdecken könnt. Hier leben Rotwangen-Schmuckschildkröten. Über das Eingangshäuschen, welches auch den Shop des Zoos beherbergt, gelangt ihr in den Zoo und somit auch zur ersten schön natürlich gestalteten Anlage, auf der Nasenbären leben. Einen etwas verschlafenen Nasenbären konnten wir auch entdecken. Klettern sahen wir ihn aber leider auch in der zweiten Runde nicht. Der Waldweg führt uns weiter zu einer Tier-WG, in der Stinktiere und gemeine Rothörnchen leben. Die Rothörnchen machten ihrem Namen alle Ehre und ärgerten sich untereinander und auch den Streifenskunk, der unter anderem auch sehr an uns interessiert war. Was wir sehr kreativ fanden, waren die oberirdischen Gänge, die Eichhörnchen zu verschiedenen Zwischenstationen nutzen konnten. In der nächsten Voliere warten blau-gelbe Aras auf uns, die hier zusammen mit Rotschulterenten eine Anlage bewohnen. Derzeit können die Aras ihre Innenanlage über einen langen Gittergang über andere Gehege hinweg erreichen, was wir so in anderen Tierparks auch noch nicht gesehen haben. Hinter der aktuellen Innenanlage wird derzeit eine neue Voliere gebaut. Ob diese für die Aras gedacht ist, konnten wir nicht herausfinden. Gegenüber der Ara-Voliere befindet sich ein Gehege für Schleiereulen. Dieses kann nur über ein paar Löcher in der schön in der Natur eingebetteten Anlage eingesehen werden, was den Eulen viel Ruhe bietet. Auch in der nächsten Voliere leben Eulen, und zwar eurasische Uhus. Auch dieses Pärchen bewohnt hier eine naturnahe Voliere. Zwischen den einzelnen Anlagen finden sich immer wieder Infotafeln zu einheimischen Tieren und Insekten sowie kleinere interaktive Spiele wie Puzzle oder Taststationen. Nach den kleineren Vögeln wartet nun eine größere Vogelart auf uns, und zwar der große Emu. Im Duzoo leben zwei davon, wohl ein Pärchen. Neben einer Australien-Infotafel überzeugt die Anlage mit einer kleinen Badestelle, in der wir den einen Emu bei dem warmen Wetter beim Planschen beobachten konnten. Das Gehege hat einen interessanten Aufbau, könnte unserer Meinung nach aber größer sein. Neben den Emus befindet sich noch ein Bienenhaus sowie ein Infohaus zu Schmetterlingen und dazwischen noch ein kleiner Bereich für Farbratten. Parallel zur Emu-Anlage findet ihr auf der anderen Seite eine Wiese mit Insektenhotel sowie weiteren Infotafeln zu Schmetterlingen und Insekten. Gut gefallen tun uns hier auch die kreativ gestalteten Wegweiser zu den einzelnen Bereichen im Zoo. Es geht nun zum Meerschweinchengehege, welches mit einem Netz überspannt ist und in dem eine große Gruppe Meerschweinchen wohnt. Ihr kommt dann auf die Außenanlage des Zwergesels zu und gelangt durch deren Indoor-Anlage in den Streichelzoo-Bereich. Hier trefft ihr auf zahlreiche Haustierrassen, wie Ziegen mit einigem Nachwuchs, Schweine, Hühner, Faun und einem Truthahn, der zu unserem Besuch etwas grantig drauf war. Auf einer anschließenden großen Wiese leben auch noch drei Alpakas und einige Schafe.
die nichts wie sonst üblich anhänglich und bettelnd gegenüber den Besucher waren, sondern eher ihre Ruhe wollten. An dieser Stelle könnt ihr in einem abgezäunten Bereich auch kostenlos das wilde Tiere Minigolf spielen. Die Schläger hierzu sind witzig in Holzschuhoptik gestaltet. Vom Streichelgehege aus kann man übrigens auch einen ersten Blick in das Tropenhaus werfen. Und das Besondere hierbei? Hier können die dort lebenden Bartagamen und der grüne Leguan rausschauen und die hier chillenden Schafe und auch den Truthahn beobachten. Das sieht man auch nicht alle Tage. Über eine Holztür geht es dann auch in den nächsten Bereich. Von diesem aus kann man auch das Tropenhaus schon betreten. Es sei denn, der grüne Leguan kommt auf die Idee, gerade dann nach draußen zu kommen und sich zum Sonnen ins Gras zu legen. Einen grünen Leguan als Freigänger haben wir bisher auch noch nicht gesehen. Eine weitere Tür führt uns nun in die begehbare Wattvogelanlage, die hübsch mit Muscheln als Weg gestaltet ist und Vögel wie Säbelschnäbler, Eiderenten und Ringelgänse beherbergt. Wir machen noch einen kurzen Abstecher in ein Infohäuschen zum niederländischen Wattenmeer sowie über einen Ententeich, um den ein paar Dinosaurier platziert sind und auch Faunen umherlaufen, bevor es dann für uns ins Tropenhaus geht. Hier findet ihr im Eingangsbereich einen großen Raum, der über mehrere Verzweigungen zahlreiche Reptilien, Vögel und Insektenarten beherbergt. In der ersten Voliere wohnen Purpurglanzstare. Diese schicken blauen Vögel sind schon eine Augenweide. Angrenzend bewohnt eine Madagaskar-Boa ein Terrarium. Aber das wohl schönste Terrarium wurde hier wohl für die Tigerpython gestaltet. Wir glauben, ein solch schönes Terra für eine Python haben wir bisher auch noch nicht oft gesehen. In der Mitte des Tropenhauses findet ihr ein Rondell mit einigen Vogelspinnenarten sowie einem Skorpion. Es geht noch vorbei an der verzweigten Anlage für griechische Landschildkröten und an der Anlage für Skinks. Des Weiteren findet ihr hier im Tropenhaus auch noch Kornnattern, Nilflughunde und Diamanthäubchen. Und nun warten noch zwei größere Anlagen am Tropenhaus auf uns. Die erste ist die wahrscheinlich größte Anlage für Bartagamen, die wir bisher so gesehen haben. Und die andere größere Anlage ist eine Voliere besetzt mit Weißbüschelaffen, Reisfinken und einer Wasseragame. Erstere hatten süßen Nachwuchs, den wir auch entdecken konnten. Und letztere haben wir bisher auch noch nicht so oft in Tropenhäusern finden können. Angrenzend an den Tropenraum konnten wir bereits einen ersten Blick in das neue begehbare Tropenhaus werfen, welches zu unserem Besuch leider noch geschlossen war und wohl erst im Jahr 2025 eröffnen soll. Dieses sieht aber schon sehr vielversprechend aus. Des Weiteren könnt ihr vom Tropenhaus aus auch noch die Außenanlage der Spornschildkröten und Pantherschildkröten entdecken, die hier eine tolle begehbare Anlage bewohnen und teilweise sehr aktiv unterwegs waren. Da muss man wirklich aufpassen, wo man hintritt. Habt ihr das Tropenhaus verlassen, geht's noch in das Haus des Restaurants, in dem sich noch ein paar weitere Terrarien sowie ein Museum befinden. Hier findet ihr unter anderem Terrarien mit Rosenkäfern, wandelnden Blättern, zahlreichen Heuschreckenarten sowie nachtaktive Weißbauchigel. Vorbei am Insektenspielplatz kommt ihr dann noch zur Voliere der Störche, mit der wir unseren Rundgang dann auch beenden. Am Ende möchten wir wie immer gern ein Fazit ziehen. Der Zoo ist ein charmanter kleiner Zoo, der mit persönlicher Note betrieben wird. Die Besitzer sind sehr freundlich und hilfsbereit, wenn es um Fragen zu oder das Entdecken von Tieren geht. Hier wird auch viel Wert auf Bildung gelegt. Es gibt kostenlose Führungen, ein Museum, eine Bibliothek mit vielen Büchern über Tiere, Natur und ganz besonders Zooführern aus aller Welt, sowie zahlreiche Informationstafeln zu den einzelnen Tieren und deren Lebensweisen. Auch einige interaktive Spiele wie das wilde Tiere-Minigolf sowie ein Insektenspielplatz sind hier zu finden. Die Gehege sind größtenteils naturnah gestaltet und mitten in den schönen Wald eingebettet und teilweise auch sehr kreativ angelegt, wie beispielsweise die Anlage der Rothörnchen und Streifenskinks. Besonders die Tier-WGs und die begehbaren Gehege der Schildkröten, die Wattvogelanlage sowie auch den Bauernhofbereich haben uns sehr angesprochen.
Und auch das Tropenhaus ist für solch einen kleinen Zoo keine Selbstverständlichkeit. Und auch Leguane sieht man jetzt nicht alle Tage frei im Außenbereich umherlaufen. Man kann gespannt sein, wie der neue begehbare Bereich des neuen Tropenhauses ankommen wird. Sicherlich sehr positiv. Trotz der vielen positiven Punkte gibt es auch ein paar Bereiche, die uns nicht so gut gefallen haben. Der Zoo wirkt an einigen Stellen etwas bunt durcheinander gewürfelt, was die Tiere sowie auch die Dekoration angeht. Und einige der Anlagen könnten auch mehr Platz vertragen, wie beispielsweise die Anlage der Emus. Im Tropenhaus hat uns zudem die Anlage der griechischen Landschildkröten nicht gefallen, da es für diese gerade in den Gängen viel zu dunkel war. Solltet ihr aber in der Provinz Groningen oder in Friesland Urlaub machen, können wir euch einen Besuch im Duzoo empfehlen. Wir haben dort ein paar tolle Stunden verbracht und waren neben den tierischen Bewohnern vor allem auch von der großen Bibliothek und dem Blick von dieser auf das neue Tropenhaus beeindruckt. In so vielen alten Zooführern haben wir noch nie geblättert. Hier hätte besonders ich viele weitere Stunden verbringen können. Was für eine beachtliche Sammlung! Solltet ihr nun einen Besuch in den Duzoo planen, könnt ihr diesen täglich von 10 bis 17 Uhr besuchen. An einigen Feiertagen hat der Zoo geschlossen. Genauere Infos dazu könnt ihr der Homepage entnehmen. Für Kinder bis 2 Jahren ist der Eintritt kostenlos. Ab 3 Jahren kostet der Eintritt 9,50 Euro. Sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Eine Jahreskarte kostet 28,50 Euro. Und eine Kombikarte zusammen mit dem Seelöwenzentrum Peter Buren 17,50 Euro. Sollte euch der Hunger einholen, könnt ihr diesen im Parkrestaurant stillen, indem ihr niederländische Snacks wie Poffertjes, Frikandeln und Kroketten sowie auch warme und kalte Getränke erwerben könnt. Das Restaurant ist wunderschön eingerichtet und von dort aus könnt ihr sowohl einen Blick in das neue Tropenhaus werfen, als auch in zahlreichen Büchern der großen Bibliothek stöbern. Ein kreativer Insektenspielplatz mit Spielgeräten, die als Insekten konzipiert wurden, ein Trampolin sowie ein Minigolffeld, welches ihr kostenlos nutzen könnt, sind für die kleinen Besucher vorhanden. In der zweiten Etage des Restaurants befindet sich ein Museumsbereich, der zum einen die Anatomie verschiedener Tiere zeigt und auf der anderen Seite die Welt des illegalen Tierhandels. Auch kostenlose Führungen werden angeboten, jedoch nur auf Niederländisch. Obwohl der Besitzer auch gut Deutsch spricht und uns zu einigen Tieren informierte oder uns sogar ihre Verstecke zeigte. Vielen Dank nochmal dafür. Wart ihr schon einmal im Duzoo Leens in den Niederlanden? Falls ja, wie hat euch der Besuch des Zoos gefallen? Schreibt uns eure Eindrücke doch gerne in die Kommentare und lasst uns ein Like und ein Abo da für noch mehr Zoo-Content. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video, wenn es wieder heißt, von nah zum Zoo.